Die US-Notenbank Fed hat gestern in ihrem Protokoll den Märkten ein Signal gegeben und dieses Signal könnte man vielleicht zusammenfassen mit den Worten, naja, die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel und die Aktienmärkte, die zuvor auf Allzeithoch agierten oder in der Nähe derselben, haben doch deutlich mit Abgaben reagiert. Wir sahen den Dollar noch stärker werden, nachdem er gestern im Tagesverlauf schon hatte zulegen können und wir sahen die Renditen für US-Staatsanleihen steigen, vor allem das lange Ende, also die längeren Laufzeiten. 10 und 30 Jahre, wie wir hier sehen. Da ging es also nach oben. Faktisch hat die Fed dreierlei Dinge zentral gesagt. Erstens, man lehnt eine sogenannte Yield Curve Control ab. Das heißt, man will das längere Ende, die längeren Laufzeiten von US-Staatsanleihen nicht deckeln, was die Rendite betrifft. Das bedeutet theoretisch, wenn zum Beispiel die Inflation anzieht, dann kann es passieren, dass eben die Anleihemärkte diese Inflation einpreisen und damit die Zinsen, die Renditen steigen, was wiederum dann auch den Kapitalmarktzinsen beeindrucken dürfte oder beeinträchtigen dürfte und das wiederum hätte Auswirkungen auf die Aktienmärkte, weil Geld schlichtweg teurer würde, ist noch ein langer Weg dahin, aber immerhin, es ist das Potenzial. Dann hat man eben auch die wirtschaftliche Lage so ein bisschen skeptischer beurteilt, als die Finanzmärkte das machen, die ja von einer V-Erholung ausgehen. Die Fed sieht nach wie vor das Virus sozusagen am Drücker. Und man hat vor allem, und das ist auch wichtig, eben keine Aussagen zu einer Ausweitung des QI gegeben oder dieser Operation Twist, dass man aus kürzeren Laufzeiten, die dann auslaufen, man kauft also Anleihen, kürzere Laufzeiten, dann laufen diese aus, man bekommt das Geld wieder zurück und würde es dann in länger laufende Anleihen investieren, das nennt sich Operation Twist. Dazu keine Aussagen, dass man noch mehr kaufen wird, auch wenn man sich die Tür da offen lässt und all das hat dazu geführt, dass die Märkte so ein bisschen verstimmt waren in nach, wie gesagt, den vorherigen Allzeithochs. Die Amerikaner haben natürlich auch schon sehr, sehr viel gemacht in Sachen Stimulus, fiskalische Stimulus, das sehen wir, da liegen sie an Nummer 1 vor Japan und Deutschland in Relation zum BIP. Wenn jetzt nochmal 1 Billion stimuliert wird durch den US-Staat und derzeit laufen ja die Verhandlungen, man einigt sich vielleicht auf ein kleines Paket, nach wie vor alles unsicher, aber dennoch dürften die Amerikaner so um und bei 27% Minus machen im zweiten Quartal zum BIP, also praktisch die Maastricht-Kriterien ein wenig unterschreiten. Überschreiten sehen wir derzeit Bewertungen über all das, was eigentlich rational noch erklärbar ist. Wir haben eine Apple mit 2 Billionen an Marktkapitalisierung, Microsoft 1,59, Amazon 1,652, also wir sehen, wie stark diese Bewertungen nach oben gegangen sind und das hat natürlich alles mit der Fed zu tun, mit der Rettungspolitik der Fed. Jetzt ist die Frage, wenn die Fed so ein bisschen signalisiert, na Leute, wir gehen ein bisschen vom Gaspedal, wie geht es dann weiter, wenn wir uns bei Apple das mal anschauen, einfach um eine Relation mal in Sachen Zahlen zu bekommen, dann sehen wir, wenn man jede Sekunde einen Dollar verdienen würde, was ja nicht so schlecht ist, das wäre einen Minutenlohn von 60 Dollar, dann würde man am Tag 86.400 Dollar verdienen. Was bräuchte man, um die 2 Billionen Grenze zu erreichen, also die Marktkapitalisierung? Man müsste 65.439 Jahre warten. Also es zeigt so ein bisschen die Relation, die hier der Fall ist. Apple hat einen Umsatz von 260 Milliarden im Jahr. Man hat eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen. Das sind natürlich Dimensionen, die extrem sind. Und der Apple muss, 9 Jahre um und bei Umsatz machen, um die Bewertung zu rechtfertigen, nicht gewinnen. Das ist ja das Entscheidende. Schauen wir uns mal hier an. Apple jetzt die wertvollste Firma. Aramco, Saudi Aramco, war noch ein Ticken mehr wert mit 2,03 Billionen. Das würde bei Apple so einem Stand von 475 entsprechen. Durchaus ja möglich, dass das erreicht wird. Dann hätte sozusagen Apple den Allzeitrekord in Sachen Bewertung erreicht. Hier sehen wir die obere Grafik, das ist der gesamte Russell 2000. Das blaue ist Apple und das, was so irgendwo abgebrochen anfängt im Chart, das ist der Saudi Aramco. Aber wie gesagt, Apple ist jetzt mehr wert. Gestern erstaunlich, dass
der S&P ja ein neues Allzeithoch gemacht hat, an der 3400er Marke gekratzt hat, sie nicht wirklich hat überwinden können. Aber nur 6% der in diesem Index enthaltenen Unternehmen haben oder Aktien haben ein 52-Wochen-Hoch erreicht, also das, den höchsten Stand seit einem Jahr. Das ist eine gewisse Divergenz, die wir dann feststellen. Wir sehen, dass insgesamt die Buybacks, die Aktienrückkäufe, doch deutlich zurückgehen. Das war ja eigentlich der maßgebliche Treiber der letzten Jahre, die Aktienmärkte dennoch auf Allzeithoch. Gestern aber dann gute Nachrichten, endlich wieder. Hurra, wir haben Buybacks. Intel hatte gesagt, man wird eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar zurückkaufen, weil diese so extrem unterbewertet seien. Na klar, kommen wir noch zur Präsidentschaftswahl in den USA, wird jetzt ein immer größeres Thema. Klar, je näher wir an den Tag des 5. November heranrücken, derzeit bei Wettplattformen, so muss es heißen, wie predicted, sehen wir, dass Biden führt nach wie vor 56,5, Donald Trump 40,6, wenngleich der Vorsprung schrumpft. Aber haben die Märkte das in irgendeiner Form eingepreist, dass es zumindest das Potenzial gibt, dass hier ein Machtwechsel in Washington stattfindet? Es ist ja alles andere als sicher, dass das passiert, auch wenn Biden jetzt in den Umfragen führt. Aber es ist eben auch alles andere als ausgeschlossen, dass Trump diese Wahl verliert. Und das würde bedeuten, wenn wir uns hier nochmal diesen Präsidentschaftswahlzyklus anschauen, dass wenn der Amtsinhaber verliert, ist dann so um und bei ab Anfang September, so nach der ersten Septemberwoche, deutlicher nach unten geht in den Oktober hinein. Das würde korrespondieren wahrscheinlich mit Dollarstärke. Gold und Aktien würden fallen. Das wären dann die Reaktionen, die man zu erwarten hätte, wenn die Aktienmärkte jetzt spielen oder die Finanzmärkte spielen, dass da etwas Neues passiert, dass Trump abgewählt wird. Das würde ja Unsicherheit bedeuten. Was passiert mit Steuern? Wie wird die neue Administration agieren? Aber schauen wir uns noch ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Hier die Charts von Capital.com, 12.829. Der DAX nicht so wahnsinnig viel bewegt, ist vorher nicht so stark gestiegen wie die Amerikaner. Aber jetzt sehen wir den S&P 500, 3.362. Doch das erste Mal ein etwas signifikanterer Rücksetzer seit einigen Tagen. Wir sehen, was haben wir noch? Wir haben Gold, das gestern ja doch sehr deutlich unter Druck gekommen war, jetzt bei 1947. Und wir haben den Euro, der auch schwächer ist, als wir gestern am Hoch waren, im Bereich 1950 sogar. Das war, glaube ich, der höchste Stand seit März 2018, wenn ich mich nicht täusche. Jedenfalls sehen wir, dass der Dollar eben stärker geworden ist, dass sozusagen jetzt insgesamt möglicherweise so ein bisschen die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen, für die Aktienmärkte, denn der entscheidende Rallye-Grund, die FED, da ist man jetzt, wie gesagt, ein bisschen vom Gaspedal gegangen, offenkundig, und das wird es für die Aktienmärkte wohl schwieriger machen, jetzt diesen Siegeslauf schlichtweg so fortzusetzen. Ich wünsche einen wunderbaren Tag Ihnen und sage Servus und Ciao.